und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute spontan erfahren, dass ich bei einem Gewinnspiel gewonnen habe für Vintage-Klamotten. Und zwar hier in Darmstadt. Und deswegen bin ich auch hier gerade bei der Orangerie hier in Darmstadt. Das ist das allererste Mal, dass ich hier bin und das allererste Mal, dass ich Vintage-Klamotten mir aussuchen darf. Und ja, ich bin schon mega gespannt und nehme euch mit. Also das hier ist dieses Event. Das heißt Keep Vintage. Und genau, hier bezahlt ihr sozusagen für die Kilogrammanzahl das Geld. Und da seht ihr nochmal die Instagram-Sachen und also die Social-Media-Sachen. Und ja, das ist die Orangerie. Es hat auch einen mega schönen Park, aber da kommen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht hin. Obwohl, oh mein Gott, das ist da. Oh mein Gott, wie cool das ist. Oh mein Gott, okay. Man merkt die Vorfreude, ne? Also ich habe jetzt gerade zwei Sachen ausgesucht, und zwar eine Männerjogginghose von Puma und so eine beige Bluse. Ich zeige die euch gleich mal angezogen, weil dort gibt es auch Umkleidung. Und hier ist meine Mom, guckt sich auch so ein paar Sachen an. Also ich muss sagen, für Männer lohnt sich das hier richtig, weil Männer haben definitiv die besseren Klamotten. Und schaut euch mal diesen Ausblick an, man denkt, man ist im Urlaub. Wie schön ist das, und so ein geiles Wetter heute. Und hier gibt es wirklich alles, von Bademode bis wirklich von Männerklamotten bis hin, ist alles dabei, genau. Also Leute, Männerklamotten lohnen sich hier richtig. Ich habe mir eben gerade schon dieses Hemd in Rosa mir ausgesucht. Muss es gleich mal alles anprobieren. Also hier habt ihr wirklich richtig viele Markenklamotten, vor allem bei dem Sportteil. Aber genau, also da sind richtig viele Sachen von Puma, Adidas und so. Und hier sind auch so voll die schönen Klamotten. Also kann man echt mal machen, hierher zu kommen. Zum Beispiel finde ich diese Jacke auch mega cool. Habe ich noch nie so gesehen. Richtig cool auf jeden Fall. So eine College-Jacke von Nike. Aber ich glaube, meine Strategie ist einfach, leichtere Klamotten zu nehmen, damit ich mehr Klamotten nehmen kann. Und ja. Also Leute, die haben hier sogar indische Klamotten. Also das ist ja echt heftig, ne, was die hier alles kriegen. Also hier sind sogar Klamotten von Naked. Richtig cool. Und ich habe vorhin einfach so einen Bershka-Pullover entdeckt, den ich auch zu Hause habe. So, voll cool. Ich habe mich jetzt in Highspeed umgezogen, weil ich einfach keine Zeit habe. Und dann habe ich gesehen, dass ich jetzt noch genau ein Oberteil noch haben kann. Und jetzt habe ich mir schnell das hier in Rot noch gegriffen. Und das muss ich jetzt abbiegen. Und dann kann ich es direkt auch schon zum Bezahlen gehen. Also zumindest halt für mich halt kostenlos. Also Leute, ich wollte euch jetzt sozusagen meine Ausbeute zeigen. Und zwar habe ich hier einmal diesen Beutel. Den habe ich dazu gewonnen, weil ich unter diesen 1 Kilo war. Insgesamt hatte ich, glaube ich, 936 Gramm. Und dann halt mit diesem Beutel wurde es dann 976 Gramm circa, also immer noch unter einem Kilo. Und jetzt zeige ich euch, was in diesem Beutel drin ist. Da habe ich einmal eine Puma-Jogginghose, die habe ich euch ja schon gezeigt. So sieht die aus. Also richtig, richtig cool, obwohl die, glaube ich, für Jungs ist. Dann habe ich als nächstes das T-Shirt von Naked mitgenommen. Habe ich euch ja auch schon angezogen gezeigt, und hier nochmal das Etikett. Also auch richtig cool, weil ich habe davor nicht so viele Naked-Klamotten besessen. Nur ein Kleid, das liebe ich über alles. Dann habe ich spontan dieses T-Shirt gekauft von Puma. Ich trage normalerweise nicht so viele T-Shirts draußen, aber zu Hause oder zum Sport machen eignet sich das ganz gut. Und das ist auch von Puma, also richtig viele Markenklamotten sind dabei. Und dann habe ich noch als letztes tatsächlich schon von Tommy Hilfiger dieses Polo-Hemd. Das könnte ich mir vorstellen, etwas zu kürzen, weil das ein bisschen zu lang ist. Aber die Farbe hat mich wieder angesprochen. Genau, das liebe ich auch. Und ratet mal in den Kommentaren, wie viel diese Sachen wert sind. Weil ich glaube, ich komme da schon, glaube ich, über 100 Euro raus. Und ich habe einfach 0 Euro dafür bezahlt. Also ich finde es mega cool. Mein
meine Meinung zu Keep It Vintage ist, dass da mega coole Klamotten sind zum Thema Sportbekleidung, T-Shirts, Polohemde, aber eher für die Männerabteilung anstatt für die Frauenabteilung. Da finde ich es ein bisschen weniger lohnenswert, aber ich habe ja wie gesagt auch bei den Männern geschaut und ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr glücklich darüber und sehr dankbar, dass ich überhaupt diese Chance hatte, das zu gewinnen. Und ja, falls euch dieser Vlog gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne hier unten abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!